So, Hallöchen, willkommen bei Tabletop mit Bart. Heute haben wir das zweite Video zum Thema Grundregeln von The Elder Scrolls Call to Arms. Und letztes Mal haben wir ja beim Thema Rundenende aufgehört. Da schließen wir jetzt an. Das heißt, wir schauen uns jetzt einmal an, wie die Eventphase funktioniert, gucken uns dann an, wie die Moral funktioniert, wie Statuseffekte funktionieren. Allerdings ganz wichtig, nicht die ganzen Sachen wie Einfrieren oder so, sondern thementechnisch. Mal jetzt nur die drei Statuseffekte, die uns treffen, wenn wir zum Beispiel Knockdown gehen oder wenn unser Modell, unser Heldenmodell am Sterben ist. Und am Schluss gucken wir uns das Thema Gelände nochmal an, und zwar ein bisschen in einer ausführlicheren Version. Was wir jetzt nicht mit drin haben, das gehört allerdings zur Eventphase, aber das kommt dann nochmal in einem separaten Video. Das sind eben die Adversaries. Aber es passieren auch noch andere Dinge in der Eventphase, und die werden jetzt eben auch nochmal ganz grob erklärt. Und am Schluss zeige ich das Ganze nochmal so in einem Mini-Battle-Report. So, in der Eventphase, also das Rundenende schließt sich praktisch mit der Eventphase ab. Haben wir ganz am Anfang mal kurz gesehen, wie eine Runde funktioniert. Da gibt es ja diese drei Teile. Ich habe jetzt nur zwei davon erklärt, weil die erstmal am Anfang wichtig sind. Aber gucken wir nochmal ganz kurz hier zurück auf Seite 13. Es gibt die Advantage-Phase, die Activation-Phase, die haben wir schon durch. Und jetzt gucken wir uns mal die Event-Phase an. Die markiert eben, wie gesagt, das Rundenende. Ist aber im Prinzip auch ganz einfach. Zuallererst mal werden die Adversaries aktiviert. Battle Mode only. Also sprich, wenn man gegeneinander spielt. Es gibt dann für den Delph-Modus nochmal ein bisschen andere Regeln für die Adversaries, weil die da der Hauptgegner sind. Aber jetzt im Battle-Modus würden jetzt die Adversaries aktivieren. Wichtig ist, ihr müsst aber erstmal zwingend keine Adversaries spielen. Das könnt ihr tun. Das gibt dem ganzen Match noch so ein bisschen Würze, wenn ihr euch nicht nur gegenseitig bekämpft, sondern zwischendrin auch mal ein paar Skelette, Draugr, Wölfe, Bären oder sonst irgendein Gedöns auf der Karte rumrennen und euch auch noch ans Bein pinkeln. Das macht das Ganze spannend und ein bisschen unberechenbar, ist aber kein Muss, und ich vielleicht würde sagen, am Anfang auch eher ein bisschen verwirrend und überfordernd. Dementsprechend muss man das nicht machen, und ich würde jetzt das Thema Adversaries auch ausklammern. Ich sage euch kurz zwei, drei Sätze dazu, wie das dann funktioniert. Aber zu den Adversaries gibt es ein eigenes Video, wie die im Detail funktionieren und auch vor allem, wie die im Unterschied zwischen Battle- und Delph-Modus funktionieren. Aber wie gesagt, dass ihr es gehört habt, Adversaries würden aktivieren. Wie viele Adversaries aktivieren, hängt da davon ab, wie viele Punkte ihr spielt. Und dann aktivieren entsprechend viele Adversaries. Also beispielsweise bei 300 Septimen, also Gold-Septim-Level, werden drei Adversaries aktiviert und so weiter und so fort. Als nächstes zieht ihr dann eine Eventkarte. Das ist auch ganz wichtig. Es gibt hier zweierlei. Es gibt einmal die mit der Fackel drauf, so wie auch bei den Quests. Die Fackel ist der Delph-Modus. Und für den Battle-Mode, man sieht es hier, zwei gekreuzte Äxte, ist eigentlich auch in dem Fall selbsterklärend. Aber entsprechend des jeweiligen Modes, den ihr spielt, zieht ihr eine Eventkarte. Und auf der Eventkarte steht ganz schön viel Zeug drauf. Dann nehmen wir uns mal kurz eine andere, wo ein bisschen weniger Text draufsteht. Das ist jetzt einfach als Beispiel ein bisschen too much. Also, da sind ein paar Symbole drauf, die ganz interessant sind. Hier nochmal die zwei gekreuzten Äxte für den für den Battle Mode. Dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Con-Teil, soll praktisch symbolisieren, dass das auf einem offenen Feld stattfindet. Also, es gibt drei mögliche Szenarien oder drei mögliche Spielfeldtypen. Das ist einmal Stadt, offene Wildnis und Dungeon. Das symbolisiert offene Wildnis. Und das hier symbolisiert, dass in dem Fall zwei Adversaries zurückkommen. Und das steht halt dafür, dass es jetzt in dem Fall eine Wetterregel ist. If the Blizzard Rules are in effect, bla bla bla. Ja, also da geht es jetzt letztlich darum, dass wenn ihr, weil das ist auch relevant, Wetterbedingungen in Kraft habt, dann wirken die sich aufs Spiel aus. Dann verschlechtern sich diese Regeln. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ihr plötzlich Nebel bekommt und für eine Runde lang eine sehr kurze oder eine sehr kleine Sichtweite habt. Das für Bogenschützen zum Beispiel schlecht ist, aber für schleichende Modelle super. Es kann passieren, dass eins eurer Modelle geheilt wird. Es kann passieren, dass ein Modell Schaden kriegt oder eine Krankheit bekommt oder dass irgendwo eine Falle hochgeht oder dass sich plötzlich ein Durchgang öffnet. Also das sind ganz, ganz viele Möglichkeiten an Dingen, die passieren können. Zum einen, zum anderen, wie gesagt, geben sie letztlich vor, dass
wie viele Adversaries zurückkommen aus dem Adversary Pool. Aber wie gesagt, Adversaries nur am Rande mal kurz erwähnt, da kommen wir später dazu. Und ja, also die machen einfach das Spiel ein bisschen spannend. Was natürlich interessant und wichtig ist, ihr müsst euch im Vorfeld oder solltet euch im Vorfeld darauf einigen, was für ein Setting spielt ihr, also Dungeon, Wildnis oder Stadt. Und dann müsst ihr natürlich die entsprechenden Karten aus den Event-Karten raussortieren, die eben das nicht betreffende Szenario sind. Also wenn ihr Stadt spielt, müsst ihr alles rausschmeißen, was Dungeon oder offenes Feld ist. Ansonsten ist die Eventphase dann nur noch mit dem Ende der Runde verbunden. Also sprich, ja, Runde 1 oder Runde 2 oder so weiter sind dann abgeschlossen und ihr geht zur nächsten Runde über. Also wie gesagt, Adversaries aktivieren und ihr zieht eine Eventkarte. Das ist eigentlich das, worauf es eigentlich ankommt. Sagt ja auch schon der Name, Eventphase und Eventkarte. Eventkarte ist dann hier einfach nochmal ein bisschen erklärt. Das, was ich gerade eigentlich schon gesagt habe. Spawn the Adversaries. Begin a Radiant Quest or begin a Special Quest. Also es gibt auch welche, die euch dann eine zusätzliche Aufgabe geben, wie, was weiß ich, erschlagt irgendjemand und nehmt dem ein Schwert ab. Oder ihr müsst jetzt ein bestimmtes Item wie die Goldklaue in einer Truhe finden. Das kann alles währenddessen passieren. Und die Quest gilt normalerweise immer für beide Parteien. Und wer sie dann zuerst erfüllt oder bis zum Spielende erfüllt hat, der kriegt dann das entsprechende Siegpunkte, den Siegpunkteumfang, der auf der Karte angegeben ist, dazu. Dann, genau, beginne Special Quest, Detail und Incident. Ja, das sind halt Sachen, die das Spiel dann an sich nochmal beeinflussen. Wie gesagt, das ist alles hier nochmal erklärt. Das Thema Spawn Adversaries nehme ich auch in das Adversary-Thema mit auf. Das erkläre ich jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, am Anfang lasst ihr das einfach mal weg. Das überfordert nur und verwirrt ein bisschen. Genau. Ja, Creating the Event Deck. Da geht es jetzt darum, wie ihr das Event Deck zusammenstellt. Also letztlich gibt es hier so eine Vorgabe, aber ganz ehrlich, da würde ich jetzt einfach mal im Großen und Ganzen nicht so viel drauf geben. Macht es einfach, wie es euch passt. Ich habe jetzt beispielsweise einfach alle Eventkarten, die ich habe, zusammengemischt und in einen Stapel gestopft. Zum einen weiß man dann definitiv nicht, was passieren kann. Zum anderen bin ich einfach auch ein sehr, sehr fauler Mensch. Manchmal sortiere ich auch einfach die Karten nicht raus, die nicht ins Setting passen. Und wenn ich sie dann ziehe, lege ich sie ab und ziehe die nächste Karte. Aber es gibt hier so ein paar Vorgaben, dass eben ein Deck mindestens 11 Karten beinhalten muss, 7 Incident-Karten, eine Radiant-Quest und 3 Environment-Events oder eben ja, Quests, also Radiant-Quests. Von daher, ja, nicht so tragisch, wenn ihr das nicht so straight zusammenstellt, wie es jetzt auf der Seite angegeben ist. Und wenn es jetzt darum geht, wer im aktuellen Fall beispielsweise die Adversaries platziert oder auch die Token platziert, die jetzt eine Quest, also wenn ihr jetzt gerade so eine Radiant Quest oder so eine Special Quest gezogen habt, die sagt, ihr müsst irgendwo einen Marker platzieren, den ihr untersuchen könnt, dann darf immer der den Marker platzieren, der gerade aktuell den Advantage Marker hat. Der ist übrigens auch der, der die Eventkarte zieht. Und ja, dadurch, also, sodass das dann auch immer abwechselnd funktioniert. Also auch nichts ganz so tragisch Kompliziertes. Genau, Ende der Runde ist nochmal kurz zusammengefasst. Da gibt es ein paar Sachen, die ihr tatsächlich beachten könnt. Und zwar Objectives und Scoring, Level Up und Remaining Effects. Level Up ist, machen wir mal Objectives und Scorings zuerst, so wie es die Reihenfolge ist. Wenn ihr irgendwelche Zielmarken kontrolliert, wie eine Flagge, die ihr halten müsst, oder irgendein Questobjekt, das ihr halten müsst, und ihr dafür Victory Points bekommt, das passiert am Ende der Runde. Ja, sodass jeder während einer Runde immer die Möglichkeit hat, das dem Gegner auch nochmal wegzunehmen, beziehungsweise sich eben eins von diesen Dingern zu schnappen. Deswegen wird in der Phase End of Round gescored, was tatsächlich an Victory Points für wen rausspringt. Level Up, das habe ich ja beim Erklären der Karten schon mal kurz erwähnt. Ihr könnt euren Helden, also das geht wirklich nur bei Helden, die diese großen Karten haben. Und die haben ja einmal die Seite mit dem mit ihren Kosten und einmal eine Seite, wo keine Kosten angegeben sind, wo die Werte ein bisschen besser sind. Wenn ihr Victory Points sammelt, dann könnt ihr euch entscheiden, diese Victory Points auszugeben, um einen Helden zu leveln. Da braucht ihr 5 Stück davor und die werden dann halt umgedreht. Also ihr verliert diese Victory Points nicht, die behaltet ihr. Das ist ähnlich wie bei wer Warhammer Underworlds gespielt hat. Wenn ihr diese Siegpunkte ausgebt,
dann habt ihr die praktisch einmal als Währung und einmal am Schluss als Siegpunkte. Und als Währung könnt ihr sie einsetzen, aber ihr verliert sie dadurch nicht. Ihr dreht sie praktisch auf die dunkle Seite. Also der Dark Side of the Moon, die haben einmal eine goldene und einmal eine graue Seite. Na, ich halte es mal kurz hier so ein bisschen in die Kamera. Da seht ihr einmal die goldenen Token und die grauen auf der Rückseite. Das sagt einfach, na, das war jetzt nix. Also hier haben wir einmal die goldene Seite der Token, na, und die graue Seite. Graue Seite sagt einfach, jetzt ist dieses Ding benutzt. Jetzt habt ihr diesen Siegpunkt ausgegeben oder diesen Victory Point und habt damit euren Helden gelevelt. Ja, ansonsten ja, ist er halt dann besser. Ne? Also ihr dreht dann die Karte um. Er behält natürlich seine Ausrüstung und alles, aber seine Lebenspunkte und seine Ausdauer und seine Magicka wird komplett wieder resettet. Und wie gesagt, die Werte sind halt besser. Er trifft jetzt eben im Nahkampf nicht mehr auf die 5 zum Beispiel mit dem Schwert, sondern auf die 6 und so weiter und so fort. Er wird in vielen, vielen Punkten ein bisschen besser, nicht in allen, je nachdem, worauf euer Held, sage ich mal, auch fokussiert ist. In dem Fall ist es zum Beispiel Path Might. Das heißt, es werden so eher diese Stärkefähigkeiten und die Fähigkeiten, die fürs krasse aufs Maul hauen wichtig sind, erhöht und verbessert. Ja, genau. Also in dem Fall die Stärke und die Ausdauer, ne? Die Magiefähigkeiten, da verändert sich nichts. Aber natürlich wird ein Magiercharakter dann in seiner Magiefähigkeit ein bisschen besser werden. So, genau. Jetzt kommen wir zu einem anderen sehr interessanten und spannenden Baustein. Das Ganze nennt sich Moral. Was ich ganz cool finde. Und zwar gibt es Möglichkeiten, dass eure Modelle oder die gegnerischen Modelle sich aus Panik einschiffen und verpissen. Im Prinzip gibt es da zwei Möglichkeiten, wie das sein kann. Zwei reguläre Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Gegenstände oder solche Sachen oder Flüche oder Zaubersprüche, die das auch verursachen, wie sich Untote verscheuchen. Aber grundsätzlich gehen wir jetzt einfach mal von einem menschlichen Kampf aus. Gibt es einmal den Kampf gegen ein Terrifying-Modell, also ein schreckliches gegnerisches Wesen. Also übrigens als nette Randnotiz, der Dragonborn kann sich auch durch seine eine Fähigkeit, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ist es? Intimidation, das ist ein Perk, den er hat, die Fähigkeit Terrifying für eine Runde geben. Dann ist er so erschreckend und grausam, dass die gegnerischen Modelle im Idealfall fliehen. Wie gesagt, genau einmal das. Also Terrifying und wenn der Champion der Party innerhalb von 6 Zoll in Line of Sight zu eurem Modell abkratzt, dann kriegt es der auch mit der Angst zu tun. Dann gibt es eben zwei, also dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr schafft den Moralcheck oder nicht. Und dann haut ihr entweder ab oder halt nicht. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Moralcheck funktioniert. Ist ganz einfach. Ihr würfelt auf eure Wisdom, also auf eure Weisheit. Ganz normalen Wisdom-Test, also sprich, in seinem Fall wäre das die 5, die ich würfeln müsste. Und wenn ich kein verbündetes oder kein freundliches verbündetes Modell innerhalb von 6 Zoll um meinen Charakter habe, dann wird der Wert nochmal um 1 verschlechtert. Also sprich, ich kriege auf mein Wurfergebnis plus 1 drauf. Und ansonsten, wenn mein Party-Champion in Line of Sight zu irgendwelchen meiner Helden oder Follower ist, dann kann ich dem sein Wisdom nehmen anstatt ihrem eigenen. Also wenn jetzt irgend so ein Lowbob halt nur einen Wisdom-Wert von 3 hat und mein Dragonborn ist in seiner Nähe, dann darf ich die 5 nehmen vom Dragonborn. Ne? Ansonsten, genau, wenn ich den Moralcheck schaffe, dann passt alles. Wenn ich den Moralcheck nicht schaffe, dann düst mein Modell davon. Und das macht es nach folgenden Regeln direkt weg vom Gegner. Und zwar in gerader Linie nach Möglichkeit. Eine volle Standardbewegung. Ja. Also wirklich straight weg, auch wenn es durch schwieriges Gelände geht oder über irgendwelche Hindernisse hinweg. Ihr lauft dann halt entsprechend weniger. Genauso funktioniert es natürlich, wenn euer Modell in irgendeiner Art und Weise bewegungseinschränkende Effekte schon auf sich hat. Euer Modell, das flieht, wird nicht klettern oder irgendwo runterspringen. Es wird sich einfach möglichst ohne diese Sachen wegrennend bewegen. Also jetzt irgendwo hochklettern, wenn man abhaut, ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen das, was man regulär tun würde. Man rennt dann an der Wand vorbei und versucht irgendwie anders wegzukommen. Wie man es in den schönen Horrorfilmen sieht und dann steht plötzlich der Dragonborn wieder an einer anderen Stelle und wartet auf dich. Genau. Ja, ansonsten läuft es natürlich, versucht es die volle Distanz zu laufen. Es kann passieren, dass es sich dabei näher an gegnerische Modelle ranbewegt, weil grundsätzlich flieht es erstmal von dem Modell weg, das ihm am nächsten ist. Und dann kann es natürlich sein, dass es dadurch geradewegs auf ein anderes Modell draufrennt. So nach hinten schauend,
nach vorne rennt, wie es die Kinder im Kindergarten so schön tun, und dann gegen den Baum latscht, wobei der Baum dann halt das nächste gegnerische Modell ist. Aber so funktioniert das dann eben. Wenn die Fluchtbewegung abgeschlossen ist, kriegt das Modell einen Shaken-Token. Also für geschockt, für ein bisschen verwirrt und ein bisschen nicht so gut drauf. Und ja, kann dann keinen weiteren Moral-Check mehr für diese Runde machen. Es sei denn, irgendwelche anderen Effekte verursachen das. Wenn ihr natürlich aus dem Nahkampf rausflieht, Fleeing from Combat, kriegt ihr von den Modellen, mit denen ihr im Nahkampf seid, einen Free Strike. Genau. Terrifying Models, das ist eben, wie gesagt, das, was am meisten dafür sorgen kann, dass man flieht. Zum Beispiel ein krasser Draug Overlord oder eben ein Dragon Priest, der müsste das, glaube ich, auch bekommen. Oder ein Drache, der ist natürlich terrifying und ihr scheißt euch ins Hemd. Dementsprechend sind es ganz, ganz schreckliche Modelle. Und dann müsst ihr einmal Tests machen, Moraltests, wenn ihr versucht, sie im Nahkampf, also in den Nahkampf zu binden oder wenn ihr von ihnen im Nahkampf gebunden werdet. Also das bedeutet, wenn ihr auf das Modell zurennt, müsst ihr 1 Zoll davor halten, also bevor ihr in den Nahkampf geht, dann den Moralcheck machen und dann schafft ihr ihn und dürft die Bewegung abschließen. Oder ihr schafft es halt nicht und dann rennt ihr wieder weg. Oder wenn ihr eben von den Modellen angegriffen werdet. Und das funktioniert im Prinzip nach demselben Prinzip. Das Modell läuft auf euch zu, muss 1 Zoll davor stoppen und dann macht ihr den Test. Und wenn ihr den schafft, dann bleibt ihr standhaft und das Modell darf seine Bewegung beenden. Oder ihr schafft es nicht und rennt weg. Im Normalfall ist es dann so, dass das Modell nicht mehr hinterherkommt. Weil gehen wir mal davon aus, er hat sich jetzt von seinen 6 Zoll, 3 Zoll zu euch bewegt und hätte noch 1 Zoll zu euch. Ihr flieht und bewegt euch ja im Regelfall dann 6 Zoll weg von ihm. Dann kommt er selbst ja nur noch mal 3 Zoll hinterher. Also fliehen ist manchmal auch, wie soll ich sagen, gar nicht so blöd, je nachdem, was da auf euch zukommt. Frei nach dem Motto, wer verliert und rennt von hinten, kann ein andermal gewinnen. Genau, wenn jetzt dieses Terrifying-Modell eben 2 oder 3 Modelle uncharged, weil die halt gerade nebeneinander stehen, müssen entsprechend natürlich alle angechargten diesen Terrifying-Test machen, diesen Moral-Check machen und rennen dann halt im Idealfall alle weg oder halt auch nicht. So, jetzt habe ich euch ja die ganze Zeit immer wieder irgendwas von wegen Staggered, Shaken und Incapacitated erzählt. Jetzt erkläre ich euch mal, wie die dann im Detail funktionieren, diese Effekte. Jetzt nicht erschrecken, das sind nicht alle Statuseffekte, die eure Modelle bekommen können. Abfackeln, eingefroren sein, vergiftet und so weiter, kommt auch noch, aber weiter hinten im Regelbuch. Das kommt in einem späteren Video. Jetzt soll es mal wirklich bloß um diese 3 Statuseffekte gehen, die ihr eben relativ häufig am Anfang bekommt, weil ihr ein Schild ins Gesicht kriegt, weil euer Held gerade stirbt und ihr würfelt, ob er doch noch überlebt und so weiter und so fort. Und eben, wie die dann im Detail auch funktionieren. So. Incapacitated, das ist das denkbar Schlechteste, was eurem Charakter passieren kann. Er liegt am Boden und kämpft ums Überleben. Wenn ihr incapacitated seid, dann könnt ihr praktisch nichts mehr. Ihr verliert jegliche Tokens, Block, Ready oder sonst irgendwas. Ihr könnt auch keine neuen Tokens mehr generieren, weil ihr keinerlei Aktionen durchführen könnt. Ihr könnt keine Reserven wiederherstellen. Also wenn ihr da unten liegt, kriegt ihr keine Magika oder Ausdauer zurück. Ihr zählt nicht als engaged. Aber könnt natürlich angegriffen werden. Ihr kontrolliert keine Objectives. Ihr könnt keine Upkeep-Zauber aufrechterhalten oder sonst irgendwas. Und wenn ihr irgendwelche Damage-Effect-Tokens wie Feuer oder Bluten habt, dann stellt ihr die auch, also dann gehen die am Ende der Runde, haben die keine Chance auszugehen, sondern bleiben drauf. Und wenn euer Modell brennt oder Bluten am Boden liegt, dann stirbt es einfach am Ende der Runde, weil es eben diese Tokens nicht ablegen kann. Natürlich seid ihr auch sehr viel leichter, jetzt am Boden zu treffen und nur ein X sorgt eben dafür, dass ihr nicht getroffen werden könnt, wenn ihr am Boden liegt. Und sobald euer Modell irgendwie, wenn es incapacitated ist, Schaden bekommt, dann ist es direkt tot und macht nicht nochmal irgendwie einen Injury-Test, wenn es eben ein Held ist. Also das ist so die letzte Stufe der Existenz eures Modells, die es erreichen kann. Wenn es also unten liegt, ist es ganz kurz davor zu sterben. Wie ihr das wieder wegbekommt, ist nicht aus eigenen Stücken, sondern, das hatten wir vorhin, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich es schnell wieder finde, bei 8, ihr braucht die Hilfe von einem anderen Modell. Also wenn euer Modell incapacitated ist und am Boden liegt, muss ein anderes Modell herkommen und euch aufhelfen. Das ist dahingehend nämlich auch interessant, dass euer Modell nicht gegen die, wo haben wir es denn? Jetzt hatte ich es gerade gefunden. Naja, also auf jeden Fall zählt euer Modell nicht gegen die Anzahl eurer
Truppe, wenn es darum geht. Ah, genau, hier. They do not count towards the party's total number of models for the purpose of passing on activations. Also wenn es darum geht, wie viele Modelle ihr noch auf dem Tisch habt, für beispielsweise, ob ihr das Spiel verloren habt, dann zählen die nicht mit. Die zählt einfach nicht mehr auf dem Tisch. Solange er in diesem Zustand ist. Da muss ihm, wie gesagt, jemand aufhelfen. Dann gibt es Shaken. Shaken ist halt so ein bisschen ja, panisch, verunsichert, durchgeschwurbelt. Ein Modell mit einem Shaken-Token, wenn ihr das aktiviert, müsst ihr einen Wisdom-Test machen. Ihr dürft auch hier, also praktisch einen Moral-Check, ihr dürft auch hier natürlich den Wert eures Champions nehmen, wenn ihr in 6 Zoll und Line of Sight zu ihm seid. Ansonsten macht ihr halt einen ganz normalen Wisdom-Test. Wenn ihr den schafft, ist das Token weg. Wenn ihr den nicht schafft, dann bleibt das Token bestehen. Und euer Modell hat halt einen Shaken-Token, was bedeutet, er darf keine zusätzlichen Moraltests mehr machen, darf aber eben auch nicht in den Nahkampf mit einem anderen Modell. Genau. Ansonsten ein Shaken-Token ist natürlich automatisch weg, wenn ihr die Rally-Action als Command-Action auf dieses Modell gebt. Also wenn das jetzt ein Minion von euch ist und euer Anführer sagt zu diesem Modell Rally, dann ist das Shaken-Token auch weg. Das letzte wäre Staggered. Staggered ist auch durch den Wind, er kann keine Stamina-Boosts durchführen oder eben irgendeine Art von Boosts, also als, wie gesagt, in keiner Weise, ob es jetzt für einen Angriff ist, für einen Block-Boost oder sonst irgendwas, ihr dürft eben kein Stamina ausgeben, auch nicht zum Rennen oder irgendwas. Zusätzlich kriegt der Gegner, der euch angreift, einen -2-Modifier, also einen Bonus auf sein Treffen. Ob das jetzt im Fernkampf oder im Nahkampf ist, ist in dem Fall wurscht. Und am Ende der Aktivierung eures Modells ist das Ding auch removed. Also das heißt, ihr habt entweder die Chance, dass eben nicht wie beim Shaken. Also ihr seid in dem Moment, ist halt euer Modell so ein bisschen außer Atem, hat ein Schild ins Gesicht bekommen, ist verwirrt und ist halt ein bisschen schlechter. Aber am Ende der Aktivierung dieses Modells ist dieser Token dann auch removed. So, jetzt seht ihr hier Spells. Das kommt im nächsten Video. Ich füge jetzt gleich nochmal was ein, was weiter hinten ist, und zwar das Thema Gelände. Aber jetzt haben wir die 80-20 erreicht. Und zwar haben wir jetzt die 20% der Regeln durch, die wir in 80% der Spiele oder in 80% des Spiels brauchen. Wir wissen, wie wir uns bewegen, wir wissen, wie Aktionen funktionieren, wie wir Schaden verursachen, wie eine Runde grundsätzlich funktioniert, was am Ende einer Runde passiert, wie wir eben diese Statuseffekte hier haben und auch wieder wegbekommen. Und ja, vor allem, wie gesagt, wie die wichtigsten Grundlagen funktionieren, also sprich Laufen, Kämpfen, irgendwelche Truhen plündern. Wir kommen jetzt zum Thema Gelände, also Gelände-Sonderregeln. Das ist jetzt ein Teil der 20-80, also sprich 20% der Regeln, 80% der Regeln, die wir in 20% des Spiels brauchen. Das sind dann alles diese ganzen Sondersachen, wie mein Modell brennt jetzt oder mein Modell ist vergiftet oder ich habe irgendeine Special Rule, die meinem Modell einen besonders krassen Angriff erlaubt. Das sind alles Dinge, die wir dann in den nächsten Videos lernen, die wir aber jetzt für so das grundsätzliche Verständnis von dem Spiel erstmal gar nicht brauchen. Aber wie gesagt, kommt jetzt noch das Thema Gelände, weil ich das nicht weiß, wo ich das in den nächsten Videos noch sinnvoll mit einbauen soll, außer eben hier. Deswegen kommt das jetzt da noch mit dazu. Aber dass ihr mal kurz schon mal einen Ausblick habt, das erwähne ich aber am Ende nochmal, was jetzt in den nächsten Videos kommt. Wir schauen uns als nächstes Spells and Shouts an, also Zaubersprüche, wie die funktionieren, und Dragon Shouts, wie die funktionieren. Dann, wie gesagt, das Thema Gelände, das machen wir jetzt als nächstes. Das ist nochmal ein kleineres Thema. Dann kommt Adversaries, aber nicht im Anschluss, sondern das kommt dann mit dem letzten Video zu den Grundregeln, weil da davor schauen wir uns, das ist nämlich ein relativ großer Abschnitt, und den brauchen wir jetzt gar nicht unbedingt so wichtig. Das können wir auch am Schluss anhängen, weil ihr könnt die grundsätzlichen Spiele auch ohne Adversaries machen. Was dann nämlich viel, viel wichtiger ist, das sind die Special Rules. Die Zustände, die Perks, die Fähigkeiten, die eure Modelle haben. Das machen wir dann praktisch im vierten Video. Und dann im fünften erst die Adversaries. Und ja, das ist dann halt auch einfach nochmal seitenweise Zeug. Ja. Und was da noch dazu kommt, ist dann am Schluss, wie ihr auch eine Party zusammenstellt, die Races of Tamriel, was es da für Pfade gibt. Das bringen wir dann alles im vierten Video mit ein, bevor wir uns dann im fünften den Adversaries widmen, weil die einfach jetzt erstmal uninteressant sind und gar nicht so sehr dringend gebraucht werden. Aber jetzt schauen wir uns, wie gesagt, Moment, wo habe ich jetzt das Thema Gelände? Da, das Thema Gelände an, also Gelände-Sonderregeln.
Die Geländesonderregeln sind im Großen und Ganzen eigentlich auch ziemlich klar und einfach und ich sage jetzt mal vorsichtig auch selbsterklärend. Letztlich sag mal, bewegt ihr euch in den meisten Fällen auf ganz normalem Gelände. Aber ihr habt ja auch vielleicht mal coole Szenarios, wo ihr irgendwelche Abgründe dazwischen habt, gerade in Dungeons oder so, wo ihr drüber springen könnt oder wo man durch einen, was weiß ich, brackigen Fluss warten muss oder durch ein Stückchen Sumpf oder irgendwelche Steine überklettern muss oder durch ein Kornfeld. Und das sind dann alles solche Geschichten eben, die von den Geländesonderregeln betroffen werden. Aber ja, im Normalfall braucht ihr das auch hier wieder in 20% des Spiels treffen diese Regeln hier oder treten diese Regeln in Kraft. Was immer wichtig ist, wenn ihr gegeneinander spielt, solltet ihr euch immer im Vorfeld kurz zusammensetzen und gemeinsam darüber sprechen, welches Gelände was, welche Art von Gelände ist, ne? Nicht, dass dann einer plötzlich nach dem Match oder im Laufe des Matches sagt, ja gut, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich da nicht lang gegangen. Deswegen ist es immer im Vorfeld wichtig, dass ihr mal kurz darüber gesprochen habt, was ist welches Gelände und was bedeutet das. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen normalem Gelände, schwerem Gelände, Barrieren, unpassierbarem Gelände, also Gaps, Abgründen bzw. ja, Stellen zum Drüberspringen und großen Large Obstacles, also großen Dingen im Weg wie Fässern oder sonst irgendein Gedöns. Normales Gelände ist normales Gelände. Macht nichts mit euch, ihr braucht nichts beachten, ihr könnt einfach laufen. Schweres Gelände hatten wir vorhin schon mal erklärt auf Seite 18, da geht es darum, das kostet euch, also für 1 Zoll, das ihr auf schwerem Gelände lauft, müsst ihr 2 Zoll Bewegung ausgeben. Also wenn ihr euch durch einen Sumpf bewegt, der 3 Zoll lang ist, könnt ihr euch da gerade so durchbewegen. Andersrum gesagt, in schwierigem Gelände kann sich euer Modell, wenn es seine komplette Bewegung dafür ausgeben möchte, maximal 3 Zoll bewegen. Barrieren, ja, da zählen zum Beispiel Mauern oder Zäune dazu. Genau, oder ja, ein Stückchen Stein oder auch mal ein Fass oder so. Alles, was praktisch ein Höhenlevel unter eurem Modell ist, zählt als Barriere. Da könnt ihr einfach drüber klettern, da würfelt ihr halt einen Test. Fürs Klettern, wie wir auch auf Seite, muss ich gerade mal überlegen, ich glaube auf Seite 18 hatten wir das. Ja, und ansonsten gibt es natürlich auch Geländestücke, die zwar da sind, aber noch kleiner, also 2 oder noch mehr Größen unter eurem Modell liegen. Zum Beispiel kann ein Riese einfach über einen Zaun drüber laufen. Das interessiert den gar nicht, dass der da ist. Da geht man einfach auch so ein bisschen mit Logik ran an das Thema, also sprich, ja, dass ein Zwerg jetzt nicht über den Zaun drüber hüpfen kann, einfach so, ist logisch. Und dass ein Riese da einfach drüber latschen kann, ist auch logisch. Aber genau, ansonsten müsst ihr einfach bedenken, wenn ihr über den Zaun wollt, dann klettert halt drüber. Das kostet euch einen Kletterattributstest, also beziehungsweise einen, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich glaube Agility ist es. Genau, einen Agility-Test müsst ihr da machen. Und wenn ihr den halt schafft, dann kommt ihr drüber. Wenn ihr ihn nicht schafft, dann fallt ihr jetzt auch nicht irgendwie runter oder so. Ihr kriegt keinen Fallschaden, ihr kommt halt nicht drüber. Müsst es dann halt noch ein zweites Mal versuchen, weil euer Charakter zu blöd ist, da drüber zu kommen. Dann gibt es Locked Doors, die jetzt hier irgendwo nicht drinstehen in der Übersicht, aber die gibt es auch. Letztlich könnt ihr ja durch normale Türen durchlatschen, ohne dass es euch Bewegung kostet. In dem Fall ist es natürlich so, wenn ihr jetzt eine versucht, durch eine verschlossene Tür durchzukommen, dann müsst ihr das mit einem Lockpick-Test machen. Der kostet euch keine extra Aktion, aber wenn ihr zu der Tür hinlauft, dann macht ihr halt einen Lockpick-Test. Wenn ihr den schafft, dann kommt ihr durch. Wenn ihr den nicht schafft, kommt ihr halt nicht durch, könnt aber eure Bewegungsaktion noch fortsetzen. Also wenn ihr noch 3 Zoll Bewegung übrig hättet, dürftet ihr die verwenden. Und wenn ihr dabei allerdings kritisch versagt, dann ist die Tür verschlossen und eure Bewegung endet. Genau. Ansonsten, wenn ihr natürlich kein Lockpick-Skill habt, dann Pech. Dann kommt ihr halt nicht durch die Tür durch. Dann war es das für euch. Unpassierbares Gelände, ich glaube, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Unpassierbares Gelände ist unpassierbar. Ihr könnt nicht durch eine Hauswand durchlaufen. Ihr könnt nicht durch einen Fels durchlaufen oder durch einen Baum. Geht halt nicht. Ich meine, ihr könntet den Baum eventuell hochklettern, aus welchen Gründen auch immer, aber grundsätzlich könnt ihr halt nicht durchlaufen. Ihr müsst also entweder drumrum oder einen Eingang suchen. Genau. So, Gaps. Also Spalten, über die ihr springen könnt. Das ist auch ein tolles Thema, weil einfach die Möglichkeit besteht, dass man das machen kann. Das finde ich richtig cool, weil das gibt es nicht in vielen Systemen. Da heißt es halt, nö, dann musst du halt auf der einen Seite runterklettern und auf der anderen wieder hoch. Aber dass man hier einfach sagen kann, ich springe da drüber, finde ich richtig cool. Wie funktioniert das ganz einfach? Ihr könnt über einen Abgrund springen, der die Hälfte eurer Bewegung ausmacht. Also das heißt,
Ihr könnt halt maximal 3 Zoll weit springen, was ja auch irgendwo Sinn macht. Hier steht jetzt noch was erklärt, was ich ganz cool finde. Wenn ihr auf einem Pferderücken sitzt, dann könnt ihr bis zu 5 Zoll weit springen. Jetzt gibt es noch keine Modelle mit Pferden. Ich glaube, es gibt aber weiter hinten irgendwas zum Thema Pferde, das muss ich nochmal schauen. Aber grundsätzlich ist es halt auch so eine Anmerkung, die ich eigentlich ganz nett finde. Ihr könntet auch auf einem Pferd hocken und irgendwo rüberspringen. Geht also. Wenn ihr das macht, macht den Agility-Test. Entweder schafft ihr den und kommt rüber oder ihr schafft ihn halt nicht und fallt runter. Dann kommt Fallschaden zum Tragen, gucken wir uns gleich an. Ansonsten kann es natürlich auch passieren, dass ihr seht jetzt hier Dornen, dass ihr irgendwo runterfallt, wo Dornen sind. Dann kommt Deadly Terrain Effects. Da gibt es eine Karte dafür, die dann eben angibt, was mit eurem Charakter passiert, wenn er in Dornen springt, weil er das für eine besonders tolle Idee gehalten hat. Macht das nicht. Falling Damage ist ganz easy peasy eigentlich. Das Höhenlevel, also die Differenz, die euer Charakter runtergefallen ist, macht den Schaden aus. Also ganz einfach, wenn euer Modell hat ja sehr regulär Höhe 2, es fällt also irgendwo runter, das zum Beispiel die Höhe von 3 hat und dann ist die Höhendifferenz zwischen der Höhe eures Modells und dem oberen Stockwerk 1. Dann kriegt ihr einen gelben Würfel. Je höher es dann wird, desto tödlicher wird es. Ab einem Unterschied von 5 aufwärts ist euer Modell automatisch tot. Ich demonstriere das mal ganz kurz anhand von einem Beispiel. Dieser Typ wollte irgendwo hinspringen und fällt jetzt runter. Hup. So, jetzt hat er die Höhe von 2. Aufgrund des, ich halte es jetzt mal ein bisschen anders in die Kamera, Unterschied ist, würde ich sagen, das Ding ist Höhe 4. Das ist auch was man sich vielleicht im Vorfeld mal überlegen sollte, so ein bisschen darauf zu einigen. Das bedeutet, warum ich jetzt sage Höhe 4, weil ich sagen würde, das Modell ist ungefähr, also die Höhe ist ungefähr doppelt so hoch wie das Modell. Bedeutet, er ist mit einer Höhendifferenz von 2 runtergeflogen. Ja, ihr versteht, er ist selbst Höhe 2. Das Geländestück hat Höhe 4 und die Differenz wäre 2. Das heißt, er kriegt einen roten Würfel als Schaden. Ja, schauen wir doch mal, was passiert. Würde einen Schaden kriegen. Keine Spezialeffekte oder irgendwas in der Richtung passieren. Er fällt jetzt halt einfach runter und kriegt ein bisschen Schaden. Das ist auch ganz nett, wenn man dann irgendwie mit einem Dragon schaut, Modelle irgendwo runterwirft. Das habe ich ganz gerne im Spiel gemacht. Das geht hier auch und das finde ich einfach prima. Large Obstacles. Das ist, finde ich, ein bisschen ein kompliziertes Thema oder komplizierter gemacht, als es nötig gewesen wäre. Prinzipiell ist es ganz einfach. Ihr könnt natürlich mit eurem Modell auch irgendwo hochkraxeln. Müsst ihr euch im Vorfeld vielleicht auch darüber einigen, was da was ist. Aber nehmen wir jetzt einfach mal wieder dieses Geländestück hier. Das würde ich jetzt beispielsweise als Tall Linear, also große lineare Barriere bezeichnen. Eine Wand, eine Mauer. Prinzipiell könnt ihr da hochklettern. Aber das funktioniert dann nach den gleichen Regeln wie schwieriges Gelände. Ihr dürft nur die Hälfte eurer Bewegung nehmen. Also andersrum gesagt, jedes Zoll in der Höhe kostet euch 1 Zoll Bewegung. Das heißt, ihr könntet theoretisch 3 Zoll hier hochklettern, wenn ihr genügend Bewegung habt, um dann oben auch noch reinzulaufen. Also müsst ihr 3,5 Zoll, sage ich jetzt mal, oder eben 4 Zoll Bewegung aufwenden können. Wenn ihr jetzt da eine, sagen wir mal, eine Ruine habt, wo ihr sagt, das ist eben schon was man hochklettern kann, dann zählt das als normales Gelände und ihr müsst einfach in beiden Fällen einen Agility-Test machen. Wie beim Springen oder sonst beim Klettern, einen Agility-Test. Und zusätzlich, wenn da jetzt eine Leiter angebracht wäre, ja, und ihr hochklettert, dann kriegt dieser Agility-Test einen Bonus von dem grünen Würfel. Das ist auch was, wo ihr einfach im Vorfeld ausmachen soll, wenn da irgendwo ein Seil runterhängt oder eine Leiter oder irgendwas, dann kriegt ihr halt einen grünen Würfel für euren Agility-Test als Bonus dazu. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Ruinenstückchen hochklettern wollt, dann müsst ihr einen ganz normalen Agility-Test machen. Und wenn es eben so eine Wand, so eine wirkliche Mauer ist, die ihr hochklettern wollt, dann eben nur die Hälfte der Bewegung. Und auch einen normalen Agility-Test. In beiden Fällen, also in allen 3 Fällen, wenn ihr den Agility-Test verkackt, dann schmiert ihr ab. Und es wird gewertet, als würdet ihr praktisch von oben runterfallen. Von daher, ja, ist es immer ratsam, den Test zu schaffen und nicht irgendwie an der Leiter abzurutschen. Natürlich könnt ihr nicht nur irgendwo runterfallen, sondern ihr könnt auch irgendwo runterspringen. Runterspringt, dann zählt das halt, als würdet ihr wo runterfallen. Genau. Ansonsten hat man ja gerade festgelegt, oder in Anführungsstrichen gesagt, dass das Ding ein Höhenlevel von 4 hat. Hier gibt es so eine kleine Übersicht, so eine Tabelle, was so grundsätzlich Geländestücke für ein Höhenlevel haben. Also irgendwelche Zäune oder so haben Höhenlevel 1. Eine Palisade hat Höhenlevel 2.
einstöckiges Gebäude hat das Höhenlevel 3. Okay, dann wäre das jetzt eben Höhenlevel 3. Ich hätte jetzt gesagt 4, aber da kann man sich ja im Vorfeld drüber einig werden. Oder man richtet sich einfach nach dieser Tabelle. Zweistöckige Häuser haben die Höhenlevel 4 und irgendwelche, was weiß ich, großen Tore oder so haben Höhenlevel 5. Also man könnte sich schon so zwischen, es ist ja ein großes Tor, wo man durchlaufen muss, irgendwo zwischen 3 und 4 einpendeln. Im Zweifelsfall, wenn ihr euch uneinig seid, nehmt beide einen W6, also einen Würfel, einen sechsseitigen Würfel, würfelt gegeneinander aus, der das höhere Ergebnis hat, darf bestimmen. Oder jetzt haben wir jetzt noch zwei Punkte. Das ist einmal Area Terrain und Edge of the Battlefield. Area Terrain ist recht einfach zu erklären. Ein Stückchen Wald. Also meistens klebt man dann die Bäume auf so eine schöne kleine Base. Oder man hat eben so einen Fußabstreifer, den ich als Kornfeld benutze. Das sind alles Geländestücke, in denen ihr eben drinstehen könnt. Oder auch ein Sumpfteil oder irgendwas in der Richtung. Da ist einfach ganz wichtig, je nachdem, was das für ein Geländestück ist. Oder nicht nur, wenn ihr drinsteht, sondern vielleicht auch dahinter, was das für ein Geländestück ist, hat das eine bestimmte Auswirkung. Zum Beispiel Waldstücke. Verdecken die Sicht, wenn ihr dahinter seid. Wenn ihr drin seid, zum Beispiel, ist die Sicht obscured. Also, ich sag mal, wenn dahinter würde ich sagen, je nachdem, wie groß blockt es die Line of Sight drin, ist die Sichtlinie verdeckt oder nicht ganz klar, sodass ihr euch auch getarnt da drin befinden könnt. Zusätzlich gibt das Ding vielleicht auch Deckung. Bei einem Kornfeld würde ich auch sagen, es ist halt schweres Gelände, aber ihr könnt. Seid darin ein bisschen besser getarnt, weil ihr euch ja runterducken könnt und solche Faxen. Also da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten. Auch im Vorfeld solltet ihr euch darüber im Klaren sein. Wie gesagt, so ein Wald ist ja ein relativ einfaches Geländestück. Da sieht man, wenn ihr hinter dem Waldgeländestück steht, sieht man euch nicht. Wenn ihr drin steht, kriegt ihr Deckung und seid schwerer zu entdecken. Oder eben, wie gesagt, ein Kornfeld, seid ihr auch schwerer zu entdecken, kriegt aber allerdings keinerlei Deckung oder solche Geschichten. Da könnt ihr natürlich auch schöpferisch euch irgendwelche neuen Sachen ausdenken und ganz frei unterwegs sein. Das ist ja das, was das auch dann letztlich so spannend macht, sich dann schönes Gelände auszudenken und irgendwelche Geschichten dazu und Regeln und sogenannte Hausregeln. Und wie gesagt, bei Uneinigkeit einfach einen Würfel schmeißen. Edge of the Battlefield könnt ihr nicht raus. Wenn euer Modell sich dahin bewegen würde, dann hält es einfach an. Es gibt natürlich Missionen, die sagen, ihr könnt das Spielfeld verlassen, weil ihr irgendwie eine wichtige Schriftrolle finden müsst und mit der dann abhauen. Dann ist es okay. Dann gibt das Szenario das entsprechend vor, aber ansonsten zählt die Spielfeldkante praktisch als Wand, durch die ihr nicht durchlaufen könnt. So, jetzt werden wir mit dem Abschnitt. Ach nee, gar nicht, hier ist es gar nicht wahr. Ha. Deadly Terrain Effects, das hatte ich jetzt ganz vergessen. Ja, da gibt es im Prinzip erstmal so drei verschiedene Sachen, vier verschiedene Sachen. Es gibt Acid Pools, Lava, Fire Pits und Bottomless Pits. Also, Fire Pits sind Feuergruben, wo ihr reinfallen könnt und verbrennen. Bottomless Pits fallt ihr einfach rein und seid weg. Acid Pools, wenn ihr reinfallt, dann kriegt ihr halt Säureschaden. Bei Lava ist es halt entsprechend Lavaschaden. Also da, zum Beispiel, wenn ihr durch Lava oder durch Säure lauft, kriegt ihr, glaube ich, jedes Mal, wenn ihr 1,5 Zoll oder 2 Zoll darin bewegt, kriegt ihr drei gelbe Würfel oder zwei schwarze Würfel bei Lava. Und so weiter und so fort. Also, das sind Sachen, die ganz cool sind. Da könnt ihr auch, wie gesagt, wieder eigene Hausregeln dafür euch ausdenken. Oder, was weiß ich, vergiftetes Wasser oder so ein Furz, was das dann mit euch macht. Wichtig ist natürlich hier auch wieder, es gilt die Regel der drei. Also, man muss sagen, für jedes Zoll, das ihr euch beispielsweise durch Säure oder Feuer bewegt oder durch Lava, kriegt ihr, also durch Säure und Feuer, es ist ein gelber Würfel, da kriegt ihr einen gelben Würfel Schaden. Bei 1,5 Zoll sind es zum Beispiel auch schon zwei Würfel, aber eben auch bis zu einem Maximum von drei. Und ihr macht einen ganz normalen Rüstungswurf. Und bei der Lava ist es halt kein gelber Würfel, sondern dann eben ein schwarzer Würfel. Und das Ganze zählt in den drei Beispielfällen hier jetzt eben als schwieriges Gelände. Also ihr habt die Hälfte eurer Bewegung. Ihr könnt dadurch schwimmen, warten oder laufen, aber ihr kriegt dann entsprechenden Schaden. Aber eben, wie gesagt, ganz cool, um das Gelände irgendwie aufzuhübschen. Und eben auch ja, Stellen zu machen, wo man vielleicht drüber schießen kann, aber nicht einfach durch kann, sondern man muss eine Brücke benutzen, um über den Lavafluss zu kommen. Also da sind dann auch geländebautechnisch der Freiheit keine Grenzen gesetzt. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und da könnt ihr einfach irgendwas zusammenschustern, wie ihr gerade Bock habt und irgendwelche Regeln auch dazu erfinden. Beziehungsweise, wie gesagt, hier haben wir ja schon ein paar Beispiele, die das meiste eigentlich abdecken sollten. Ob das jetzt Acid Seen oder also Säure Seen oder Feuer Seen sind oder
das einfach vielleicht vergiftetes Wasser ist, was im Anschluss dann dafür sorgt, dass euer Charakter eine Vergiftung davon trägt. Oder ihr wartet durch ja, Lava, durch Eiswasser, was euren Charakter dann nach zu langer Bewegung da drin vielleicht einfriert. Also, ihr seht schon, da kann man viel machen, kann man sich viel ausdenken. Und das Regelbuch gibt einem sehr, sehr viele Möglichkeiten an die Hand, wie man das Ganze dann final umsetzt. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Parcours aufgebaut, wo wir Iris halt Thrice Pierced einmal durchschicken. Wir schauen uns mal ganz fix seine Karte an. Das ist er. Die wichtigen Werte, die wir jetzt brauchen, sind einmal sein Wisdom und seine Agility. Agility ist er nicht so gut, also er ist nicht der geschickteste von allen, aber er hat ein hohes Wisdom, also eine hohe Moral. Ja, und damit werden wir jetzt einfach mal versuchen, ihn da durchzujagen. Er muss letztlich einmal durch das Kornfeld, die Leiter hoch, über den Abgrund springen, die Leiter wieder runter und auf dieses Modell zuchargen, indem wir jetzt einfach mal das Keyword Terrifying geben, um eben den Moralcheck auch einmal zu zeigen. Fangen wir mal an und lassen ihn mal da durchlaufen. Ich habe das jetzt für mich als schwieriges Gelände deklariert, bedeutet, er darf nur noch 3 Zoll laufen. Na. Legen wir das mal so hin. Dann kommt er einmal bis hier mit der ersten Bewegung. So, und jetzt möchte er natürlich da die Leiter hoch. Für 1 Zoll hier drin muss er 2 Zoll Bewegung zahlen. Na. Das bedeutet, mit seiner zweiten Bewegungsaktion kommt er jetzt einmal bis zur Leiter und jetzt hat er theoretisch gesehen noch 4 Zoll übrig. Auch die Leiter nach oben kostet ihm die Hälfte der Bewegung. Jetzt würde es im Prinzip die Runde gar nicht mehr ganz nach oben schaffen, weil er braucht ja dann am Schluss oben auch nochmal einen Zoll, um dahin zu stehen. Bedeutet, wir gehen über zu Runde 2, lassen seine zweite Bewegungsaktion jetzt einfach verfallen, würden ihn beispielsweise irgendwie ready machen oder sonst irgendwas Spannendes tun in dem normalen Match, aber jetzt in dem Fall, nur um es mal zu erklären, lassen wir das bleiben. So, das heißt, wir sind jetzt in Runde 2, seine erste Bewegungsaktion. Und wir bewegen uns 2 Zoll nach oben und müssen einen Agility-Test machen, um herauszufinden, ob es überhaupt nach oben schafft. Jetzt mache ich ja den Agility-Test auf seinen Agility-Wert, ne, die 3, und würde regulär diesen Würfel hier dazu bekommen. Aber es ist ein erleichterter Agility-Test, ganz einfach deswegen, weil da eine Leiter angebracht ist. Das bedeutet, ich kriege noch diesen grünen Würfel dazu. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir das auch hinbekommen. So, wir haben eine, ich sehe es nicht, 5. Ah ja, perfekt. Und eine minus 2. Dann sind wir exakt auf der 3. Das heißt, er hat es tatsächlich nicht geschafft, eine Leiter hochzuklettern. Das ist also hellauf begeistert. So, jetzt ist er da oben. Jetzt haben wir 4 Zoll verbraucht. Die Leiter ist 2 Zoll hoch, in dem Fall noch ab dem Part hier. Wir haben oben 1 Zoll verbraucht, um hinzukommen. Bedeutet, wir haben einmal 2, also das heißt einmal 4. Und einmal 1 Zoll verbraucht, dürfen uns also noch 1 Zoll bewegen. Zack. Dann bewegen wir ihn mal nach da vorne. So, das war die erste Bewegung. Ja, die erste Aktion, die erste Bewegungsaktion. Jetzt haben wir hier einen Abgrund, über den wir drüber springen wollen. Da würden wir mit einer kompletten Bewegungsaktion drüber kommen. Und zwar auch so, dass wir auf der nächsten Seite ja, noch stehen können. Wir lappen dann zwar mit der Base theoretisch ein bisschen über, aber jetzt lassen wir einfach mal die Regeln sein und das ganze Thema 5 Grad sein und versuchen einfach mal rüber zu springen. Das ist jetzt kein erleichterter Sprung mehr, weil irgendwo rüberhüpfen gehört jetzt nicht zu den täglichen Aufgaben eines Barbaren. Weswegen wir hier keinen Bonuswürfel auf den Agility-Test bekommen und so eine 3 schaffen müssen. So, jetzt haben wir eine 4 gewürfelt. Das bedeutet, er rennt und stürzt ab. Und jetzt gucken wir mal, als was das Gebäude deklariert ist, zwecks Höhenunterschied. Das Ding ist 3 Zoll hoch. Laut der Tabelle sind wir dann irgendwo hier bei Single Story House oder Hill. Das bedeutet, das ist Höhe 3. Sprich, das Modell hat eine Höhe von 2. Also hier sieht es auch nochmal auf der Karte angegeben. Hier Höhe 2. Das heißt, die Differenz ist 1. Laut der Tabelle kriegen wir dann also einen gelben Würfel. Zack. Und würden 2 Schaden bekommen. Bei 5 Lebenspunkten interessiert uns das jetzt erstmal nicht. Aber wir zählen das hier mal. Ne, das ist es nicht. So, 2 Lebenspunkte Schaden. Okay. Hat er also nicht hinbekommen. Dann ist seine Aktion jetzt mal sowieso grundsätzlich zu Ende. Und wir gehen über in Runde 3. Einen Schaden bekommen hätten wir uns ja noch bewegen dürfen, aber das ist in dem Fall nicht passiert. So.
Tun wir das mal kurz auf die Seite. Jetzt wollen wir nämlich da rauslaufen. Ich würde sagen, das sind erstmal 2 Zoll bis zur Kante. So, bis ungefähr hier. Und jetzt wären es noch 4 Zoll Bewegung, die wir übrig hätten. Und mit diesen 4 Zoll Bewegung, das ist 1 Zoll bis hier etwa. Ja, wir würden in diese 1 Zoll Reichweite in den Nahkampf kommen. Also bewegen wir uns mal hin. Und jetzt haben wir gesagt, kurz bevor wir an 1 Zoll rankommen, müssen wir einen Wisdom-Test machen. Weil dieses Modell hat die Sonderregel Terrifying. Das heißt, unser Modell könnte es mit der Angst zu tun bekommen, wenn er dahin läuft. Also müssen wir einen Wisdom-Test machen. Wisdom haben wir die 5. Mit einem X haben wir es komplett verkackt und müssen flüchten. Trotz dessen, dass er so ein mächtiger Barbar ist, hat er Schiss und bewegt sich eine komplette Distanz weg. Er wird sich jetzt natürlich in dieses Kornfeld bewegen. Das heißt, wir bewegen uns erstmal 4 Zoll bis hierhin. Und dann dürfen wir uns nur noch ein einzelnes Zoll in dieses Kornfeld reinbewegen. Weil er will ja auf jeden Fall direkt weg von dem Modell flüchten. Auch wenn er dadurch dabei durch schwieriges Gelände rennt, wenn das der nächste, der direkte Weg ist. Also, zum einen haben wir jetzt die Flucht ergriffen und zum anderen kriegen wir jetzt natürlich noch einen Shaken-Token, weil wir sind ja, wir haben uns jetzt ins Hemd gemacht. Emotional kompromittiert. Gut, also, haben es nicht geschafft, den Typ zu chargen. Sind vor ihm weggeflohen. Wirklich mit dem Hüpfen hat es auch nicht funktioniert. Wir sind abgeschmiert. Also ihr seht schon, ist alles in allem gar nicht so einfach, wenn man da so ein paar Widrigkeiten mit einbezieht, wie Terrifying Models oder eben irgendwelche Abgründe, über die man drüber springen möchte. Wenn jetzt hier unten auch noch irgendwelche Stacheln gewesen wären oder coole Lava, ja, dann wäre unser Modell höchstwahrscheinlich ziemlich am Arsch. Also muss man sich das immer zweimal überlegen, ob es da Sinn macht, drüber zu hüpfen. Man kann natürlich irgendwie sagen, das ist jetzt, hier gibt es jetzt keine Leiter. Die einzige Möglichkeit, dieses Ding zu erreichen, wäre zum Beispiel zum Springen. Und das ist eine kleine Insel inmitten von Lava. Und dann muss man halt natürlich irgendwas Reizvolles da drauf packen, warum man da überspringen sollte. Und zwar zum Beispiel eine Master Treasure Chest. Also, da gibt es einfach viele Möglichkeiten oder da werden einem viele Möglichkeiten an die Hand gegeben, ein cooles Setting zu bauen, eine coole Idee. Oder da ist das wichtige Quest-Item, das wir unbedingt brauchen. Und dann musst du halt einen deiner eher agilen Charaktere nehmen, darüber hüpfen. Zum Beispiel ein Khajiit-Thief oder irgendwas in der Richtung. Also halt irgendein Modell, das irgendwie mehr Agilität hat als der Typ daran, der mehr fürs Austeilen gebraucht wird. Und ja, dann könnt ihr da irgendwie ein schönes Szenario draus schrauben. Wie gesagt, so eine Master Treasure Chest ist auch immer sehr lukrativ, weil da halt geiles Zeug drin ist, das sich vielleicht lohnt. Ansonsten auch irgendein cooles Quest-Item, das ihr halt unbedingt braucht, um die Mission zu beenden. Macht auch Sinn, also wie ihr euren Dungeon aufbauen wollt, da sind euch im Prinzip keine Grenzen am Schluss gesetzt. So, da sind wir dann auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, die Regeln waren soweit verständlich erklärt und helfen jetzt doch auch dem einen oder anderen, um da eben besser reinzusteigen. Natürlich war das jetzt auch nicht das letzte Regelvideo. Es gibt ja noch ein paar, die wir haben. Ich habe es im Mittelteil irgendwo auch schon mal kurz angesprochen. Also wir machen jetzt im Prinzip weiter mit dem Thema Spells and Shouts ist das nächste, wo wir das Thema Magie mit reinbringen. Im vierten geht es dann um die ganzen Spezialregeln, wobei ich da ja, habe ich auch schon erwähnt, nicht jeden Perk und jede Sonderregel im Einzelnen erkläre, sondern euch auch mal zeige, wo findet ihr das, wo ist es und vor allem, wie ist es untergliedert. Da kommen dann auch noch Races of Tamriel und Gathering the Party Together. Also sprich, wie stelle ich mir eine Truppe zusammen? Welche Sonderregeln haben jeweils die einzelnen Spezies und auch die Pfade nochmal so im Detail? Und im fünften Abschnitt geht es dann wirklich ans Eingemachte und zwar an die Adversaries. Da erkläre ich dann auch vorrangig mal, wie das Ganze im AI-Modus funktioniert, also sprich im Delph-Modus, wo es wirklich rein gegen die KI geht. Und ja, am Schluss entsprechend auch immer wieder mit Battle Reports und ja, von daher, wenn ihr die Regeln weiter lernen wollt und euch meine Videos helfen, schaut euch das nächste gerne auch wieder an. Freue ich mich natürlich drüber und ansonsten schönen Abend, schönes Wochenende oder wann auch immer euch das Video reinzieht.